Hey ho, meine Lieben, ich bin hier mal wieder beim Alex. Ja, so wie ich es angekündigt hatte. Mein Moped ist da. Der Alex ist gerade noch mal unterwegs zum Shoppen. Und ja, was fehlt, sind meine ganzen Teile. Irgendwo verschollen in irgendeinem Auto. Kriegen wir wahrscheinlich erst morgen. Naja, egal. Ich werde jetzt Moped komplett strippen, alles so weit, wie wir es brauchen. Verkleidung weg, Sitzbank weg, etc. pp. Ja. Und dann nochmal einfach anfangen. Das Wichtigste ist, Hinterrad zu tauschen und Zündkerzenwechsel. Und natürlich dann morgen mein Gaszug, mein zweiten, wenn der kommt. Das zeige ich euch noch alles. Ob wir hier jetzt in diesem Video zum Grillen kommen, weiß ich noch nicht. Sehen wir aber dann. Ich hoffe. Aber keine Ahnung. So, es ist gekommen, wie es kommen musste. Ich habe den Kühler rausgebaut, alles. Ja, da nichts mehr drin. Zündkerzenstecker runter. Um dann festzustellen, dass man eine 18er Nuss braucht, um die Zündkerze rauszuschrauben. Und da ist keine da. Das ist alles im Auto bei meinem Werkzeug. Und das Auto ist nicht da. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Naja. Dann lasse ich den Bock für heute so stehen. Und mache gar nichts mehr dran. Ich habe heute keinen Bock mehr. Morgen geht's weiter. So, dann sagen wir mal guten Morgen oder so ähnlich. Hier geht's weiter. Felgen liegen draußen. Mein Werkzeug ist da. Und meine 18er Rohrnuss habe ich schon mit der Flex bearbeitet, dass wir sauber reinkommen. Jetzt kriege ich erstmal die blöden Zündkerzen raus. Was sagst du dazu? Hier schon mal guten Morgen. Du Bananenbär, du. Also ich bin meiner Aufgabe hinterhergekommen und habe gesagt, hey, morgen ist die Sache alles da. Ich habe mich keine Kosten und Mühe gescheut. Ich bin gefahren wie ein Geisteskrank und habe das Auto geholt. Mit Ersatzteile, gell? Wie einer? Ich schraube jetzt weiter. Ja. Oh, ja. Oh, gleich habe ich sie draußen, die Zündkerze. Die erste. Geh jetzt raus, du Sau. Hakuza, wieso hat die so ein langes Gewind? Wenn es kürzer wäre, wäre es schon ein großer. Jetzt komm raus, du Sau. Immer noch nicht. Die muss lose sein. Ja, aber die bleibt hier nicht drin stecken. Ich suche mal eine Zange und ziehe sie raus. Ja, da ist die erste Sau. Ja, ziemlich gut runtergebrannt. Ich weiß nicht, wie man es jetzt sieht. Ich habe ja kein Display an der Cam. Aber ja, ich glaube, das wird Zeit, dass die rauskamen. Da, fang auf. Laber nicht, ich muss weiterschaffen. Also mit dem Motor auffüllen mit Wasser. Spezialwerkzeugbau. Bei der inneren komme ich drauf, bei der äußeren komme ich nicht drauf. Jetzt kann ich das Ding noch weiter runterschleifen. So ein Rotz. Hammer, wie lange ich mich hier mit den Dreckszündkerzen rumärgere. Aber wenn man ganz genau schaut, ich weiß nicht, ob man es hier im Bild sieht, hier sind noch leichte Schleifspuren vom Versuchen rauszudrehen. Da muss ich jetzt noch ein klein bisschen runterschleifen. Dann komme ich vielleicht bei der letzten Zündkerze auch noch mit der Nuss ordentlich drauf, dass ich die letzte Zündkerze rausdrehen kann. Und dann kann ich endlich die neuen reindrehen. Aber vorher zeige ich euch noch den Vorher-Nachher-Vergleich. Also die Zündkerzen, wie sie aussehen sollten und wie die alten jetzt aussehen. Ja, Zeit ist es definitiv geworden. So, ich habe es geschafft. Ja, hier liegen die vier neuen und hier die runtergerockten alten. Oh, teilweise waren sie schon ganz schön runtergebrannt. Also das ist viel. Naja, und warum die zwei so vergammelt sind, da muss ich noch Nachforschung betreiben. Aber ich habe ja noch andere Zündkerzenstecker zur Not auch da. Naja, jetzt gucken wir mal. Das andere Problem, was ich noch gefunden habe. Ich
Ich werde wahrscheinlich hier einen neuen vierpoligen Stecker brauchen. Ja, weil so zusammengerockt wie der ist, zusammengebrannt, ja, werde ich den nicht mehr lange drin lassen. Tja, schauen wir mal, ob ich mir direkt einen Stecker besorge, von meinem anderen Kabelbaum abzwick oder was ich da mache. Da ärgere ich mich rum, dass ich die vierte Zündkerze, die letzte, nicht ansetzen kann. Und dann habe ich was gesehen, nachdem ich die Zündkerze wieder rausgezogen habe. Von der alten ist der Ring runtergegangen. Habe ich auch noch nie bei einer Zündkerze erlebt, dass die Ringe runtergehen. Gott sei Dank habe ich jetzt erst einmal die neue Zündkerze wieder rausgezogen, weil da ist es unten dran gehangen, das Ding. Naja, jetzt kann ich sie reinschrauben. Aber vorher machen wir noch ein Guckerle, oder? Ja, Freude. Ja, mit so einem... Machen wir Schleichwagen von Fahrzeug. Bin ja gespannt, wie das Ding funktioniert, ob das was taugt. Bin ja auch gespannt. Einfach mal reinschauen in die Zündkerze. Gekauft, noch ungeöffnet. Ah ja, okay. So übel ist diese Kamera gar nicht. Na. Ja, sieht schon noch gut aus, halbwegs. Tja. Wunderbar. Kolben habe ich vorher schon kurz abgeleuchtet. So. Na, ausmachen. Zündkerze rein, weiter geht's. Zündkerzen drin, Zündkabel drauf, die Verkleidung teilweise schon wieder drauf. Da die Abdeckung meine ich. Jetzt bin ich am zweiten Gaszug beim Neimachen. Kühler ist auch drin und alles angeschlossen wieder. Oh, Leute, ich bin schon fix und alle. Mir läuft nur noch der Rotz runter. Ob wir zum Grillen kommen heute, wahrscheinlich eher nicht. Aber egal, dann haben wir halt mal wieder bloß ein reines Moped-Schrauber-Video. Hauptsache Alex mit dabei, der sich schon wieder verdrückt hat und beim Einkaufen ist. Aber er bringt mir Red Bull mit. Nicht um auf die Straße zu schmeißen, sondern... Ja, es wird, ich komme voran, wunderbar. Und darum mache ich jetzt auch schön fleißig weiter, dass das Ding irgendwann einmal wieder fertig wird und läuft und ich zu meiner Maus heimfahren kann. Mhm. Jo, soweit bin ich zufrieden. Einfach mal weiterschrauben. Tja, und was dann noch rein muss? Vorder- und Hinterrad. Bremsscheiben umschrauben, das Kettenrad umschrauben, also von denen dahin. Vorne dasselbe Spiel, beide Bremsscheiben umschrauben und ja, dann, ja, vielleicht kann ich sogar die vorderen Scheiben drauf lassen, die sehen gar nicht mal schlecht aus. Naja, auf alle Fälle, danach, wenn alles zusammengebaut ist, die umgebaut sind, bin ich soweit fertig erst einmal. Bis zum nächsten Mal, wo ich definitiv dann den Hauptstecker vom Zündschloss kommt, austauschen werde. Ja, genau. Elektroarbeiten dann. Aber hilft nichts. Muss gemacht werden. Schlechte Kontakte geben Hitze ab und dann schmelzen die Stecker zusammen. Ja, ich habe das vorher nicht gesehen. Ich war da auch noch nicht dran an diesen Stecker. Aber jetzt weiß ich Bescheid und werde was dran machen. Naja, warm laufen lassen, Standgas noch einstellen und dann ist die Geschichte erstmal erledigt. Der Ärger hört nicht auf. Moped wunderbar gelaufen, warm laufen lassen etc. pp. Lüfter schaltet nicht ein. Denke ich mal, habe ich jetzt den Lüfter wieder eingesteckt oder nicht? Tja, machen wir mal den Tank wieder runter, schauen wir sicherheitshalber nach und ja, das ist dabei rausgekommen und ich vermute, das ist auch die Ursache, dass der Lüfter keinen Saft bekommen hat. Der Stecker ist noch weiter verschmort und ja, jetzt müssen wir hier eine Lösung finden, weil so kann ich das definitiv jetzt nicht mehr lassen. Nein, keine Chance, dass man das so lässt. Das ist brandgefährlich. Ja, heimfahren, Ersatz holen. Scheiße.
Das ist der Stecker. Wir fahren jetzt nachher zum Polo nach Neu-Ulm, holen neun. Danach geht es hier weiter. Die erste Ursache, warum er vorher zusammengeschmort war, war definitiv Kontaktschwierigkeiten durch das Oxidierte. Warum er jetzt weitergeschmolzen ist, war der Lüfter war fest. Das ist ein Zündkabel drin gehangen. Und dann hat er nicht gedreht und ja, scheiße. Gut, aber Lüfter mittlerweile getestet, der läuft jetzt wieder, alles wieder zusammengebaut, also bis auf Tank, wo wir den Stecker hier erst einmal machen müssen. Da unten drunter. Scheiß Dreck. Schauen wir erstmal, dass wir einen neuen Stecker holen. Wieder da, gut. Jetzt mache ich halt die Steckerle zwischen rein und dann wird es auch funktionieren. Hilft ja nichts. Wenigstens habe ich mein gutes Krimpwerkzeug dabei. Irgendwo da drüben. Hier und hier. Ja, mit dem kann man ein bisschen pressen. So sieht der Stecker dann verkrimpt aus. Heißt wirklich so. Und ich tue aber trotzdem sicherheitshalber noch mit Isolierband, damit der Gummischutz ja nicht runterrutschen kann. Ja, so jetzt noch die restlichen zwei Kabel und dann probieren wir es mal. Emine, fast hätte ich es vergessen. Tank ist wieder drauf, die Elektrik soweit fertig jetzt. Ich hoffe, dass die auch so bleibt, dass die nicht mehr zusammenschmort. Gelaufen ist sie. Hier habe ich schon alles losgelöst. Mutter muss bloß noch runter, dann kann man die Steckachse rausklopfen. Die Spannteile sind gelöst. Und Kette habe ich schon runtergezogen und jetzt Steckachse raus, Rad nach hinten raus, Bremsscheibe und Kettenrad umbauen. Ja, und wenn es umgebaut ist, das andere Radl hier rein. Jawohl. Alex, bester Helfer ever. Natürlich. Erzähl mal einen blöden Witz. Der hält die Kamera in der Hand. Der war gut. Ja, genau. 10 vor 12, Feierabend, kein Bock mehr, aber das Hinterradl ist drin mit den neuen Reifen, Bremse, Auspuff, alles wieder fest, wunderbar, und Vorderradl passiert dieses Wochenende nicht mehr, nächstes Wochenende, legen wir halt nochmal 2 Tage rein, oder ein Tag, Freitag, Samstag, irgendwie sowas, ja. Morgen früh fertig zusammenbauen, Probefahrt aufräumen und dann fahren wir Pizza essen. So ungefähr. Jo, bis morgen. Für euch bloß ein Cut. Oder Alex? Richtig. Hallo, leuchte ich auf die falsche Seite, da bin ich nicht. Ach, ich weiß von nix. Ich sehe ja, ich habe kein Display. Genau. Egal. So Leute, ich bin mittlerweile wieder fleißig dabei, Moped zusammenzubauen. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch die Frontverkleidung. Ja, der Alex hängt bei seiner 5. Brezel. Ach nee, da ist er ja. Guten Morgen, ich hab geschraubt. Gar nichts hat er, Brezen hat er gefressen. Brezen hat er gefressen, gar nichts hat er gemacht. Nichts da. Zuguckt habe. Im Geiste habe ich geschwitzt, guck mal. Nein, aber ich weiß nicht, ob ich es in dem Video schon gesagt habe. Alex ist hier die beste Unterhaltung zum Schrauben. Da macht Schrauben sehr viel Spaß. Gestern hat er mir sogar noch geholfen, das Rad zu heben und die Achse zu stecken. Und schwarze Fängelritt. Geschieht er recht, ich habe dauer schwarze Pfoten gerade. Ja, und es macht einfach Lust und Laune, hier was zu machen. Genau. Gut, dann mache ich jetzt die Verkleidung hin und dann erst einmal eine Probefahrt. Solly, meine Lieben, Moped steht schon vorne an der Straße. Hier jetzt noch einmal zusammenkehren, halbwegs dreiviertel zusammengeräumt, aufgeräumt und noch Rucksack packen, umziehen wieder und dann geht's Richtung Heimat bzw. Richtung Pizzaautomat. Richtig. Ja, genau. Und den nehmen wir auf alle Fälle noch mit ins Video rein.
Damit wir wenigstens etwas zum Essen im Video gehabt haben. Außer das Pizzabrötchen. Oh, die waren lecker. Mhm. Gut. Die Felge habe ich jetzt noch dastehen. Da hängen wir dann wahrscheinlich nächstes Wochenende oder bloß am Freitag. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Aber normal nicht so lange. Das Moped dann oben am Dachträger hin. Ziehen das vorne hoch und machen dann noch das Vorderrad. Aber dazu hatte ich gestern bzw. heute keinen Bock mehr. Genau. Gut. Weitermachen. Fertig. Zusammenkehren. Auf geht's. Attacke. Und dann hätten wir den klitzekleinen Zwischenstopp und gehen darüber zum Pizzaautomat in Donsdorf. Gegenüber vom Rewe, ganz genau. Der ist da hinten. Aha. Sie hätten auch alte Knochen, da gibt es eine Treppe zum Durchlaufen. Ach, da gibt's eine Treppe, da muss man sich also nicht abplagen. Nein, da laufe ich als Bilder nachher immer hoch. Okay. Aha. Berühren Sie diese Blüte schon. Groß ist das Ding nicht? Ja, da sitzen immerhin zwei Pizzabäcker drin. Ach so, zwei Stück hocken da drin. Ja. Dann bedien das doch mal. Mach du das, du kennst dich besser aus. Ich habe einen Account. So, weg filmen, weg. Handynummer eingeben, gell? Aber genau. Das muss man nicht wissen. Geht keinen was an. Also da kann man sich fetten Account erstellen hier. Ja, kennst du Punkte. Bestätigung. Ah ja. Bitteschön. Und hier kann man sich jetzt die Pizzas aussuchen. Okay. Richtig. Bushi Kutu Fungi. Schinken mit Pilze. Hört sich gut an, oder? Nur Schinken mit Pilze. Da steht jetzt alles drauf, was drin ist. Ja. Okay. Tadet, mach du das. Hier die Grüße. Jetzt bestätigen. Dann bestätigen. Und mir zwar erst eine Margarita, oder? Ja. So, Margarita. Alles drauf. Bestätigen. Noch was? Ja. Oh, das lange jetzt mal für den Anfang, oder? Ja. Zum Warenkorb. Aha. Bestätigen. Okay. Bitte schön. Zahl und Bargeld. Okay. Und ich stelle mir jedes Mal vor, hinter ist ein Reißwolf drin und da kommt okay. Ich versuche vielleicht kriege ich eine gratis Pizza. Genau, drück mal drauf. Was? Wo? Hier? Ich versuche mein Glück. Aha. 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 Scheiße war's. Gut. Haben wir schon wieder gesehen. Ja. Warten wir, bis die Pizzas rauskommen. Warte. Einen Moment bitte. Und jetzt zeigt das gleich, wie lange das dauert. Aha. Produktwiederherstellung. Ausstehend. Und jetzt waren zwei Pizzas im Vermarkt gemacht. Eine oben, eine unten. Eine oben, eine unten. Ja, kommt da eine raus. Und die fallen dann direkt am Boden runter, oder? Ja, so im Karton. Also, wenn sie rauskommen, dann die Pizzas, dann schalte ich die Cam wieder ein. Kurzer Zwischenstand: Die Margarita hatte bloß 4 Minuten insgesamt und meine hatte 5 Minuten. Naja, egal. Ich bin ja gespannt jetzt gleich. So, und jetzt bin ich ja gespannt. 5. 4, 3, 2, 1. Aha. Hey, die fällt nicht einmal am Boden runter. Hallo. Voilà. Ja, Pizza, Nutella. Mit. Und Messer. Naja. Gut. Dann bin ich auf meine gespannt. Die braucht noch. Dann wird meine gleich rauskommen. Ja, die kommt oben raus. So, meine ist richtig zugemacht worden. Okay. Aber die macht es jetzt richtig auf. Die waren fleißiger. Und natürlich, wie immer, ja. Spezialmesser. Nimm dein eigenes und schneid sie mal klein. Ja, nett. Tja, und dann Schnappi Mampfi. Verdammt doch mal, ist die Pizza heiß.
Jetzt weiß ich, warum er so lange gewartet hat mit dem Essen. Das Ding ist ja bockheiß, aber geil. Schmeckt gut, ja. Automat hat 100 Punkte, finde ich gut. Ja. Gut, essen und dann fahren wir weiter und ja, nachher vielleicht einmal nochmal einen kurzen Ausschnitt. Auf alle Fälle, wenn ich mich dann vom Alex, dem Typen da und seinem Töchterlein da hinten komplett verabschiede, weil ein Stückel fahren sie noch mit. Leute, Abschiedsszene aus diesem Video. Wenn jetzt noch ein paar nette Fahrbilder, bewegte Bilder, Videos, Fotos, was weiß ich drin war, dann kommt es von dieser Kamera. Ja, Alex. War ein schönes Wochenende, war schön, dass du da warst. Richtig, richtig, richtig. Richtig. Ich danke recht zackrisch für alles. Oh, ich bin doch recht zackrisch. Ja, und nächstes Mal dann Vorderrad und dann können wir dann noch am Auto bei euch was machen. Ja, und das mal wichtig wäre, mal ein vernünftiger Brocken Fleisch auf den Grill drauf. Das hört sich vernünftig genau an. Jo, das kriegen wir hin. Genau. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Tschüssi Gotski, bis bald die Manski. Ich glaube ich Kotski.